The German Panorama in color newsreels were produced monthly during 1944 and 45 and were shown in both neutral and occupied European countries. After showing reel one, we'll look at a sensational 1944 German signal periodical, and I'll show some associated Panther training footage, so stick around. It's worth it. I promise. There's a link to the collection, if it's still for sale, pinned in the comment section below. The content of episode 1 from November of 1944 includes youth and leisure activities, the training of volunteer Cossacks, repair and maintenance of armor on the Eastern Front, torpedo boats on maneuvers, and the training of paratroopers. Use the timestamp in the description to navigate through the content. Jungen und Mädel der Hitlerjugend im Landdienst. In den Kriegsjahren hat die deutsche Jugend durch ihre selbstverständliche Hilfsbereitschaft einen engen Kontakt zur bäuerlichen Bevölkerung hergestellt. Und Feld sind sie dem Landvolk unentbehrliche Helfer geworden. Die Ortschaft Ströbeck im Harz ist weit und breit als das Schachdorf bekannt. Neben dem Ranzen nehmen die Kinder täglich das Brett mit den schwarz-weißen Feldern in die Schule mit. Schachspiel gilt hier als Unterrichtsfach. In jedem Jahr veranstalten die Ströbecker auf ihrem Marktplatz ein Schachspiel mit lebenden Figuren in historischen Kostümen. Morgentraining in der Gymnastikschule Medau.
Grazie und Rhythmus vereinen sich zu einem Bild freudiger Lebensbejahung. Querschnitt durch den Berliner Sonntag im 5. Kriegssommer. Die Uniform beherrscht das Straßenbild. In dem durch Terrorangriffe mehrfach schwer heimgesuchten Berliner Zoo, der vor genau 100 Jahren eröffnet wurde. Freunde kommen bei einem Boxkampf in der Dietrich-Ecker-Bühne auf ihre Kosten. Der Ausflugsautobus ist durch den BVG-Dampfer ersetzt worden. Freibad Wannsee hat von der alten Anziehungskraft nichts eingebüßt. Entspannung im Reichssportfeld, das an die großen Tage der Olympischen Kämpfe erinnert. Ein in deutschen Diensten stehender Kosakenverband vor einem Ausritt. Werden die Geschütze in Feuerstellung gebracht. Das höchste Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Thank you.
Panzerwerkstatt an der Ostfront. Ein Panzer wird in seine Hauptteile zerlegt, durchgesehen und wieder kampffähig gemacht. Eines Schweißapparates. Die Arbeit ist getan. Die Besatzung fährt mit ihrem Kampfwagen wieder an die Front. Schnellboote auf Übungsfahrt mit jungen Besatzungen. Dämmerung auf der Brücke. S-Boot-Flottille mit äußerster Kraft voraus. In einer deutschen Fallschirmjägerschule. Hier wird der Nachwuchs der grünen Teufel auf seine kommenden Aufgaben vorbereitet. Bodenübungen auf dem Sprungfeld. Fertig machen zum ersten Sprung. Thank you.
Mann auf Mann tut bedenkenlos den Sprung in die Tiefe. Nach der Landung blitzschnell an die Waffen. The Signal periodical series, containing high-quality color photographs, was modeled after the American Life magazine. The cover of Periodical 16 from the fall of 1944 shows a pair of Waffen-SS soldiers and is titled Im Gegenstoß, Deutsche Infanteriespitze in einem nordfranzösischen Städtchen. This photo is titled Tanks on the Training Grounds and reads, Young crews train with Panthers, a new type of tank that has proven itself on the battlefield. In this footage that was filmed in occupied Poland in late 1943, we can see how Panther crews were trained. If you like this kind of content, which integrates different primary historical sources, I encourage you to join our community on military1945.com. Supporters preview all videos uploaded to YouTube and get regular access to footage that can't be shown here. Thanks for watching.